Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Rennleiter Michael Masi hatte gestern vor dem Qualifying bekannt gegeben, dass auf dem 4,574 Kilometer langen Kurs Track-Limits einzuhalten sind, denn bei Überschreiten des gesamten Boliden über der weißen Linie auf dem blau-weißen Körb werden Zeit in der Qualifikation aberkannt und im Rennen mit einer Zeitstrafe geahndet. Gerade im dritten freien Training hat man das bei einigen Piloten gesehen. Die Stellen sind Kurve 1 und Kurve 17. Eingang Motodrom drücken die Stewards beide Augen zu. Pirelli hat seine Strategie für das heutige Rennen veröffentlicht. Die schnellste Variante ist eine Einstoppstrategie mit Medium Hard mit einem Wechsel zwischen Runde 24 und 29. Etwas langsamer wäre die Variante Soft Hard mit einem Wechsel zwischen Runde 18 und 22. Dann Samstagabend fällt die Regenwahrscheinlichkeit auf 20%, was bedeutet, dass Pirelli die Intermediates wieder einpacken kann. Nach dem Doppelausfall von Ferrari in der Qualifikation kündigt Mattia Binotto Konsequenzen in Form von internen Strukturierungen an. Bei Vettel gab es ein Problem mit dem Ladeluftkühler und bei Leclerc war es das Modul für die Benzinpumpensteuerung. Solche Teile können repariert werden und ziehen keine Strafe nach sich. Laut Binotto müssen sie die internen Prozesse verbessern. Er bestätigte, dass Vettels Problem in Hockenheim nicht das gleiche war wie das Problem in Spielberg. Da Vettel von P20 aus ins Rennen gehen wird, könnte die Scuderia rein theoretisch auch den Motor wechseln, da die Rückversetzung so oder so keine Rolle spielen würde. Doch der Teamchef verneinte das. Ein Zusatz noch zu Vettel: Da er in Q1 keine Zeit fahren konnte, musste Ferrari eine Sondererlaubnis offiziell beantragen, da er die 107%-Regel verpasst hatte. Aber da er im Training schnelle Zeiten gesetzt hatte, darf er am Rennen teilnehmen. Wie ist eure Meinung zu Ferraris Situation? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab oder schreibt einen Kommentar. Kommen wir zu Mikes Meinung. Bezüglich der Track Limits müssen die Fahrer in den vorhin genannten Kurven aufpassen. Besonders im Training haben sie viele Zeiten aberkannt bekommen. Wenn ich eine Strategie wählen müsste, wäre es natürlich Medium Hard, mit der auch Mercedes startet. Was Ferrari angeht, ist es einfach eine Saison zu vergessen. Leclercs Motor in Bahrain kostet ihm den Sieg, zahlreiche Strategiefehler hier, Fahrfehler dort, Vettels Ausfall in Q3 in Spielberg und auch in Hockenheim, genauso wie Leclerc. Es muss dort wirklich schnellstmöglich etwas passieren. So kann das einfach nicht weitergehen. Kommen wir zum Community-Kommentar. Novatex F1 Gaming hat folgenden Kommentar unter meinem Albert Park Video geschrieben. Ich persönlich finde, man sollte wieder mal auf andere Strecken zurückgehen, denn manche Strecken von 2019 bringen null Spannung, zum Beispiel Frankreich. Cool wäre zum Beispiel Nürburgring, Türkei, Imola. Was hältst du davon? Also der Türkei Grand Prix war echt klasse, besonders die Vierfach-Linkskurve, wo man Vollgas durchhämmern konnte. Aber auch andere Strecken wie Nürburgring oder der alte Hockenheimring waren echt toll. Aber wenn man kein Geld für die Finanzierung eines Grand Prix hat, die Strecke nicht oder nicht mehr über die nötigen Sicherheitsstandards verfügt und die Zuschauer das nicht sehen wollen, da kann man auch nichts machen. Es gab in der Vergangenheit noch viele andere Superstrecken, auf der ich die Formel 1 wieder gerne sehen möchte. Wo Nova recht hat, ist der Punkt mit der Spannung. Meiner Meinung nach sollte Liberty die Strecken rausschmeißen, die die Spannung eines Kartoffelsacks haben, zum Beispiel Monaco. So gut wie keine Überholmanöver, Langeweile pur und viel zu enge Gassen. Ich sag's mal so, Straßenkurse können sie ja von mir aus bauen, aber bitte nicht den ganzen Rennkalender voll. Denn wie man anhand des Silverstone Grand Prix gesehen hat, gibt es auf diesen Oldschool-Strecken sehr viel Spannung. Also Liberty, setzt auf die richtigen Strecken. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.